und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Der Minecraft ist immer noch bei mir und er freut sich tierisch. Yay. Und wir wollen uns in dieser Folge Hannah aus den Wäldern widmen. Ja, gespeichert habe ich, vorbereitet bin ich mehr oder weniger. Ich kann direkt mal Irden auswählen. So. Das ist auf alle Fälle. Und dann... ich kann die Flasche durch die Gegend kicken. Haha. Die andere auch. Die frisst du nur um, denke ich mal, aber umsonst nicht. Oh. Ha! Geht doch. Ja. So, mal ein bisschen aufgeräumt. Okay, ja, dann... Toi, toi, toi. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Na toll. Sein müssen? Nachterscheinung, na, 22 Uhr. Da wird sie. Oder 23 Uhr. 20. Versuch mal 22. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so brutal gut aus, dass ich jetzt sogar noch der Schaden. Ah, okay, schon 21 Uhr, glaube ich. Lass sie rein. Jetzt voll auf. Wo ist Fleisch und Wasser? Ja, ich vergesse es immer wieder. Verdammt. Vergiss nicht irren. Du hast wieder Ausdauer. Oh, weg da, weg da, weg da. Ich bin so gut wie tot. Ansonsten, na, das bringt gar nichts. Oh, verdammt. Ansonsten geh kurz ins Menü und trink ein Schlückchen Schwalbe. Weil mit Hannah hatte ich da auch so meine Probleme. Die ist ja übel drauf. Nachterscheinung. Und Donner, könntest du vielleicht auch ein Fläschchen trinken. Immerhin. Das war das mit der, genau, die Angriffskraft. Das meinte ich vorhin bei dem, Bies. Mhm. Da hatte ich auch schon mal überlegt, das zu trinken. Aber es lief ja ganz gut. Es lief ganz gut. Guck dir mal ihre Anzeige an, guck dir mal meine Anzeige an. Ja, die steigt doch wieder. Was hast denn du? Ja gut, ich glaube nicht, dass wir wieder auf uns dran stehen. Fuck! Autsch. Ja, ich hatte mit Hannah auch meine Probleme. Da kann ich dich beruhigen. Aber normalerweise ist das echt zu schaffen. Ich habe sie mit Irden, alles klar. Und kurz bevor sie aus dem Irdenkreis rausgegangen ist, habe ich voll drauf, leichter Angriff. Einmal schnell ausgewichen, starker Angriff von hinten. Okay. Also ich bin da schon, sag ich mal, ein bisschen variabel gewesen. Mit Geisteröl machst du halt 10% mehr Schaden halt, aber ja gut. Das kriegst du auch ohne Geisteröl, denke ich mal, hin. Also gerade sah es nicht besonders gut aus. Oh, immerhin, fast ein Viertel der Lebensenergie hast du schon mal abgezogen. Sie hat mir aber in der gleichen Zeit alles abgezogen. Das ist das Problem. Passiert. Boah, der lädt aber ganz schön. Mhm. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Ja, ja, das wissen wir schon. Was war es, 21 Uhr? Sogar, ja, ich würde mal sagen, weil 21 Uhr da hat es schon begonnen. Hi. Hello, you. Ups. Vergessen ihr. Oh shit, jetzt musste warnen. Ausweichen. Ausweichen. Jetzt. Ich glaube, dass man viel Platz hat. Ausweichen. Sie ist verschwunden. Und da hat. Lass sie in den Kreis rein. Au.
Fleisch und Wasser. Uiuiui. Irten. Aufpacken. Und zuschlagen. Blendet hat sie mich, die Überkühlung. So, jetzt erscheint die, genau. Zermatscht die. Egal welche? Ja. Was jetzt, du Stück Dreck. Oh, verdammt. Okay, die hat sie wieder. Weil wenn sie sich durch drei teilt, dann musst du die ausweichen. Fleisch und Wasser. Das sind im Kreis kommen. Mein Trainer hier. Mein Lehrer und Mentor. Nicht wirklich. Perfekt, ausweichen. Und Angriff. Läuft gut, läuft gut. Läuft schlecht, läuft schlecht. Fleisch und Wasser. Ausweichen. Boah. Gut, sie ist gleich down. Ja, jetzt hat sie. Okay. Lass sie in den Kreis. Jetzt. Ausweichen. Oh, okay. Irren. Ah, okay. In den Kreis reinlocken, damit sie sich manifestiert. Ausweichen. Ich schlage immer zwei, dreimal zu und dann weiche ich sofort aus. Stirb halt endlich! Du hast sie gleich. Du hast sie gleich, du hast sie gleich. Jetzt! Yay! Sehr schön. Und jetzt kannst du noch die Trophäen nehmen. Jawohl, ja, nach der Scheinungsmutter gehen zweimal. Ich krieg immer nur eine. War vielleicht ein Fehler, muss ich gleich mal schauen. Auf jeden Fall. Sauber, also ich habe selber so ein bisschen das leichte Zittern. Aber hast dich echt gut geschlagen. Weißt du, ja, war eine coole Anweisung. Ausweichen, schlagen. Ja, ich mache Fleisch und Wasser. Das ist mal gut. Ich vergesse es immer. Sauber! Sehr schön, das nehmen wir doch direkt mal. Ist ein, ja, für Menschen geeignet, schon mal. Und hat wieder drei Plätze, dann kann ich wieder ordentlich lustige Sachen reinpacken. Wollte gerade sagen, Igni. Tom, genau, solche Sachen. Aber, Hiervon habe ich drei, das kann ich schon mal nehmen. Ich nehme mal was, wo ich immer mehr von habe, deswegen. Chance auf Betäuben, nehmen wir auch noch. Nicht groß drüber nachdenken, einfach reinsetzen. Ja, wie ich benutze halt kaum die Ruhen. Erscheinungstrophäe für einen Bonus. Ich meinte, es war auch irgendwas mit gegen Bestien oder hier? Humanoiden. Das ist die Mittagserscheinung. Ah, okay. Ach, die andere, die ist wahrscheinlich schon ausgerüstet wieder. Die ist ja, ja, automatisch, glaube ich. Na, komm schon. Ja, das hasse ich manchmal auch so. Ja, auch bei Humanoiden, okay. Okay. Dann kannst du entweder Mittagserscheinung oder Nachterscheinung kannst du dann. Ja, lass ich die jetzt. Die sieht nett aus da mit dem Gesicht noch. Kann man ordentlich erkennen, was es war. Okay. Boah, coole Sachen hatte die dabei. Das ist ja ein Ding. Ja, waren tatsächlich zwei. Sauber, dann kannst du gleich mal in Alchemie reinschauen und gucken, ob du Nachterscheinung. Ich glaube, Nachterscheinung, was war das? Ich glaube, war das gegen Blenden? Ne, das war Mittagserscheinung, meine ich. Mittagserscheinung war gegen, glaube ich, Blendenresistenz. Ah, Nachterscheinung ist absolut. Geralts maximale Vitalität wird durch jeden getöteten Gegner erhöht. Jawohl, ja. Wusste ich doch. Wusste ich doch. Die Erhöhung hält an, bis Geralt meditiert oder eine Schnellreise unternimmt. Das oder ist geil. Bis der Trank nachlässt. Her damit. Also jeden Gegner, den du tötest, erhöht sich deine maximale Vitalität. Das ist cool, das ist richtig cool. Ich glaube, das nehme ich direkt mal auf einen der Plätze. Oder du kannst einfach mal so direkt daraus trinken, wenn du lustig bist. So mach's ich zum Teil immer. Da wähle ich kaum Platz aus. Weil du nimmst nur einen einzigen Schluck. Okay. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, schade. Ja, dann genau, Belohnung abholen. Die hast du dir redlich verdient, die 250 waren's. Ja, ich glaube letztlich haben wir uns irgendwie auf 250 geeinigt. Ja, wie gesagt, einfach gründlich falschen, aber nie übertreiben. Ja, nicht, dass ich dir jetzt wieder irgendwelche Hinterbliebenen spenden muss. Nee. Das wird eine ganze Weile, eine ordentliche Weile wird's gar nicht mehr passieren. Du kannst das ganze Geld selber einsacken. Jawoll.
bist also dieser Weiße? Sei gegrüßt. Was willst du? Hanna aus den Wäldern ist fort. Ich habe sie besiegt. Puh. Und sie kommt auch nicht wieder? Nein. Ich weiß, wie man Nachterscheinungen endgültig los wird. Ja, natürlich. Deine Belohnung, wie vereinbart. Vielen Dank dir, Meister Hexer. Leb wohl. Yay! Überhaupt nicht. Schön. Och, Mann, sowas hasse ich. Was denn? Den Erfahrungsbalken. Ach so. Eine kleine Menge zu Stufe 2. Ja. So, 250 Kronen reicher. Sehr schön. Sehr gut. So, erstmal Questbeschreibung lesen. Stimmt, da war ja auch noch was. Zwei Stufe 10 Aufgabe. Sind die sortiert danach? Nee. Nee, sortiert sind die nicht, leider. Ja, da. Eben, deswegen. Das ist irgendwie immer. Also, obwohl es ist so, immer so sortiert, dass zumindest hier immer einmal die ganzen Hauptquests sind. Hier sind die Aufträge. Mhm. So, aber sonst muss man immer den Auftrag wieder suchen. So, bis wohin hat man das gelesen? Gerard entdeckte das, das Monster. Da geht's weiter. Möchtest du es vorlesen? Soll ich? Ja, von mir aus. Gerard entdeckte, dass das Monster, das von den Anwohnern als Hanna aus den Wäldern eine gewöhnliche Nachterscheinung war. Diese unglückliche Kreatur war einst eine Frau gewesen und von einem Zurückgewiesenen ermordet worden. Ihr tragisches Schicksal bewegte mich zu einer rührenden Ballade. Aber der Hexer scherte sich nur darum, einen Köder zu finden und die Erscheinung zu besiegen. Geralt vertrieb die Nachterscheinung, zu der die unglückliche Zula geworden war. Es ist mir ein gewisser Trost, dass die Person, zu der das Leben so grausam gewesen war, wenigstens im Tode nun ein wenig Frieden finden konnte. Das ist ja fast ein Happy End. Fast. Oh Mann. Hat sich jetzt der Eintrag zu Hanna noch? Wir haben zumindest jetzt das Bild von ihr wahrscheinlich. Ja, müsste eigentlich normalerweise drin sein. Geister. Ach, Geister. Ja. Da ist sie. Die Schönheit. Hanna aus den Wäldern. Soll das heißen, dass unsere Zula dir... Ja, und das ist nur dazugekommen. Ach, hier unten ist was. Diese Rache... Was? Rachsüchtige? Diese rachsüchtige Erscheinung hätte wohl jeden einzelnen Dorfbewohner gemeuchelt, wenn nicht ein berühmter Hexer, Gerald von Riva, finanziellen Bedarf gehabt hätte. ja, so könnte man es auch sagen. Ja. Oh Mann. Selbstlos den Menschen geholfen hätte. Ah, oh Mann, dir fehlen noch wie viel? 79 Erfahrungspunkte. Hey! Das ist gemein. Ja. Ja, was nun? Hexaufträge kommen dann. Hast du noch irgendwas Humanes oder. Das sieht nicht so aus. Hier, das Ding, Ding aus dem Sumpf. Sumpf. Wir sind fast Stufe 12. Aber eben nur fast. Hanna war jetzt schon 10 und war schon heftig. Den tödlichen Nebel. Oh nein, ich weiß, was das für ein Vieh ist. Da musst du wirklich ab Stufe 12 oder Stufe 14 hin. Okay. Weil das Vieh ist auch nicht ohne. Ansonsten können wir natürlich auf die Karte schauen. Du hast es mir Lindenthal empfohlen. Empfohlen, genau. Und zwar ist es rechts neben Krähenfels. Das ist da das gelbe Anschlagbrett. Okay, dann würde ich am besten zur verbrannten Ruine reisen. Das ist zumindest das nächstgelegene. Mhm, und dann einfach mit Blötze. Jetzt wollte ich sagen, hin teleportieren, galoppieren. Das klappt draußen vor dem Dorf. Ja, rechts. Nein, warst schon auf dem Weg. Ah, doch. Die Kobolde, Samovinas, Blender. Ah ja, und Rottehü. Wolf, oder? Ja. Ne, Wildhund. So ist gut. Wenn du vom Pferd aus einen Gegner erwischt und du triffst ihn, du Beweg haust dich. Ihn zum Teil mit einem One-Hit. Und da gibt's kann ich nur wahrscheinlich nicht vom Pferd aus looten. Nein, leider nicht. Da musst du absteigen.
Neckar-Absud oder Neckar-Krieger-Absud. Du machst verdammt, du hast eine, was, glaub, fast 100%ige Wahrscheinlichkeit, wenn du Gegner vom Pferd aus tötest, dass die sofort sterben. Also quasi so ein One-Hit. Egal ob von vorne, von hinten oder von der Seite. Dem Straßenverlauf folgen. Und ich glaube, ich habe da irgendwie, gleich links geht's doch irgendwie so eine Hütte. Oder was das ist. Ja. Komm jetzt. Halt mal. Ach nee, halte mal. Das ist die eine Hütte vom Tölpelbold. Ich dachte gerade. Ach so. Ja, okay. Entschuldigung. Ich dachte gerade, weil das sieht doch interessant aus. Wenn möglich, bitte wenden. Eigentlich das Tolle, wenn du galoppierst oder kanterst. Du musst doch gar nicht großartig lenken. Denn unsere guten Helfer in der Wildnis. Lindenthal. Tatsächlich. So, und links hat's ein. Was? Waffenschmied war das? Oder ein Rüstungsschmied? War das der, wo die Sachen verkauft? Aber ich glaube, da musst du eventuell meditieren, weil es ist 1.32 Uhr und. Ach, ich weck den einfach. Waffenschmied. Okay. Hey, aufwachen, Kollege! Da hilft doch kein Art, da hilft kein Schmerz. Schmeiß ihn aus dem Bett. Wach auf. Ich wollte ihn nicht angreifen, ich wollte ihn nur wecken. Jetzt ist er doch wach. Na gut. Dann warten wir halt einfach. Ein paar Stunden. Wann macht der Laden auf? Keine Ahnung, 6 Uhr beginnen die meisten mit ihrem Handwerk. Ja, ne? Kann man erwarten, dass um 6 Uhr die Läden aufmachen. Weil da ist es schon ziemlich hell. Ja, perfekt. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Und ein Gewinnspieler. Ja, sind alle. Bist du in der Lage, Waffen in Meisterqualität herzustellen? Für wen hältst du mich? Für Hattori? Hattori? Der beste Handwerker Novigrads. Deshalb haben alle von ihm gehört. Er soll jetzt im Ruhestand sein und nein, niemand kann das, worum du bittest. Außer Hattori wahrscheinlich. Und Hattori ist für mich irgendwie auch so ein kleiner Fun-Gag oder was heißt Fun-Gag? Irgendwie so ein kleines Easter Egg, weil es gibt nämlich, keine Ahnung, kennst du den Film Kill Bill? Nein. Da rast nämlich Uma Thurman im ersten Teil nach Japan und sucht nämlich einen gewissen Katana-Herrmeister, einen Schwertschmied. Nämlich Hattori Hanzo heißt er. Ach so, okay. Und daher, deswegen habe ich so den Verdacht, ob das nicht eine kleine Anspielung ist. Ja, das kann natürlich sein. Kill Bill habe ich aber nicht gesehen. Okay. Zeig mir deine Waren. So, und jetzt erstmal den ganzen Ramsch an Schwertern verkaufen. Okay. Sehen ganz gut aus, ja. Lustig, dann eventuell aus. Okay, der will auch keine Schriften. Gewände, Silberschwert. Okay, ist eigentlich genauso stark, bloß ohne Zusatz. Und die anderen. Oh. Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Oh. Ha. Du hast halt bei dir die Rune drauf mit 2% mehr Bluten. Gut. Könntest du rein theoretisch auch, aber ja gut, 395 könntest du dir, sag ich jetzt mal, leisten. Glanz. Ja, wenn schon, denn schon. Dann das Richtige, dann ist nämlich noch ein Sattel. Ja, meisterlich gefällt 35 Ausdauer. Hm. Ja, ein bisschen mehr, aber ja. Bei Pferderinnen gewinnst du auch solche Sattel. Also hey, meisterlich. Aber der hat hier Karten. Genau. Darauf wollte ich dich nämlich. Leicht zerlesene Notizen von Hieronymus zum Hexer. Elga. Elga, okay. Einmal. Und die nächste Karte. Nämlich, und da unten. Adalbert Kermits vierte Karte. Ah, okay. Ich glaube, die ersten drei haben wir nämlich schon. Ja, klar. Die nehmen wir auch. Selbstverständlich. Und selbst wenn du noch Handwerkszutaten hast, wo du nicht brauchst, zum Beispiel Smaragdstaub,
kannst du hier auch locker gut verkaufen. Weil Erscheinungen triffst du schon noch hier und da. Okay. Ja gut, wenn ich mal wieder Geldsorgen habe, weiß ich das. Ja, dann nehme ich wahrscheinlich das Schwert auch einfach mit hier. Genau, jetzt zahlst du die 395 Kronen, rüstest es gleich aus, dann verkaufst du das andere Schwert. Genau, würde ich auch so sehen. Bis dann. Was? Genau, von Schwertern und Knödeln, das ist jetzt die Hattori-Quest. Okay, du sprich mit Hattori in seinem Knödelladen. Stufe 24. Das wiederum erinnert mich an Kung Fu Panda. Hat der nicht auch so ein Knödel, der komische Storch da? Ja, genau. Pelikan oder was auch immer. Stufe 24 müsste die Quest sein. Ach so, okay, dann soll ich die vielleicht nicht direkt angehen. Nee, die ist auch in Novigrad. So. Okay, und die Handschuhe wollte ich noch nehmen. Ja. Finde ich gut. Dann kannst du auch gleich eine Rune reinknallen, wenn du möchtest. Und kannst auch die Karten lesen. Kann man die lesen? Ja. Offenbar hat Elga einige Verbesserungsschemas, Schemata, im Gebiet um Kaer Morhen versteckt. Oh, cool. Einige brachte er in tiefste Höhlen, in die tiefste Höhle, die er finden konnte, die im Norden des Tals von Kaer Morhen. Weitere hinterließ er in den verlassenen Wachturmruine, die sich auch dort befindet. Und wieder andere inmitten der Felsen am Seestrand des Tals. Okay. Düdüm. Das klingt cool. Ist auch cool. Die Spur der Symbole von der Katzenschule der Hexer führten mich zu vier weiteren Orten, die mit dem gleichen Symbol markiert sind. Es hat mich nicht erstaunt, dass die Piktogramme sich nicht von den einen Piktogramm unterscheiden, das Professor Artimstein in den Höhlen unter der Tempelinsel gefunden hat. Wie angewiesen habe ich die Orte auf der Karte eingetragen. Adalbert Kermit, also das ist eigentlich immer derselbe Text, ne? Oder fast? Fast. Okay. Auf jeden Fall hast du jetzt zwei Orte. Einmal Schatzsuche, Wolfsschulenausrüstung. Weil ich habe mich damals gewundert, da hast du nämlich, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass du das mit dem Patch so gemacht hast mit dem Download. Ich dachte, hä, wie kommst du da an die Wolfsschulausrüstung? Willst du mich jetzt veräppeln? Ach, dann gab's die erst? Ja, erst mit dem Patch 1.07 und mit den DLCs, glaube ich. Ach so, ach, das habe ich, ja, ich habe das nicht jedes Mal einzeln erwähnt, wenn es einen Patch gab. Nur wenn er mich gerade genervt hat, weil ich aufnehmen wollte und es eine halbe Stunde gedauert hat. DLC-mäßig, aber Wolfsschulquest ist, glaube ich, Stufe 17 oder Stufe 20? 16 und 10. Flinke Fäuste wählen, das wäre auch nicht schlecht zu machen. Da, okay, 14, aber das ist halt alles in Kaer Morhen. Da will ich aber auch mal hin. Du kommst noch hin, aber du musst dafür erstmal noch nach Novigrad, du musst nach Skellige. Apropos, das Komische ist, ich soll ja irgendwie, irgendwas war mit Novigrad. Ja. Aber ich kann das hier noch gar nicht so ansehen. Ich kann dir zeigen, wo Novigrad liegt, weil du wirst nämlich wählen und Novigrad ist nämlich 1, genau. Und jetzt hoch. Okay. Das ist Novigrad. Ach so. Weiter runter. Jetzt ein Stück nach links. Das ist Novigrad. Ah, okay. Das ist die Stadt. Dann unten rechts, oder wenn du weiter nach rechts gehst, ein Stück nach unten. Genau, rechts, Ochsenfurt. Ah ja, genau, das wusste ich, weil das markiert war, dass da Tamara ja gewesen ist. Da bin ich nur nicht hingegangen. Genau. Ach so ist das. Ja. Dann weiß ich das. Oh, und zwei Fragezeichen. Und okay, ein Anschlagbrett mit einem Ausrufezeichen. Du kriegst hier, glaube ich, aber... Kannst du mal kurz reinzoomen? Zwei, maximal drei Quests kriegst du hier sogar. Okay. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Was mir gerade aufgefallen ist, ich habe ja hier eine neue Markierung da. Lindenthal. Eines von Velens vielen armen Dörfern. Seine Armut wurde durch die Kriegssteuern und die Epidemie, die sich nach Ankunft der Nilfgaarder ausbreitete, noch verschlimmert. Ich hatte aber noch einen anderen Punkt aufgedeckt, dachte ich. Ach, das war hier die Turmruine, glaube genau, ich. Genau, Turmruine eines Adeligen. Ja, genau. Vor 500 Jahren sandte König Geddes seine treuesten Ritter Martin von Eichenthal aus, um über die Bewohner seines geplagten Landes zu wachen. Was auch den am wenigsten treuen Ritter schickte er mit, der musste Martins Leiche putzen. Latrine. Okay, Entschuldigung. Super Job. Oh Mann.
Ja, was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, während du hier warst, ist eine Runde gewinnen. Sollen wir gegen ihn noch eine Runde gewinnen spielen? Oder kannst du machen. Anderes? Kannst du machen. Wir können es ja mal versuchen. Verlässliche Waffen sind. Aller Art. Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer. Ja. Der müsste, glaube ich, mit Nilfgaard oder mit Nordische Königreich. Ich meine aber Nilfgaard. Ich wette nicht. Ich habe Angst. Wenn wir auch noch Karten spielen können, habe ich alles, was ich brauche. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz deine Karten an. Ach, Siegesmund, den kann ich ja jetzt dazu packen, ne? Den kannst du dazu packen. Das ist ein Spion. Den setze ich zum Teil am Anfang ein. So, jetzt gehst du mal rüber zu deinen Karten. Hoch. Weiter. Gut aus, weiter. Ja, weil dann kannst du die 5 vorausnehmen, eventuell. Die Kehra? Nein. Unsere gute Kehra? Die Kehra, die bleibt drin. Eins runter. Genau, den Spion, Fürst Stannis meine ich, den kannst du erstmal rausnehmen. So. Weil Spion, dann nehme ich immer die schwächste Karte, falls ich die in der zweiten Runde spiele und der Gegner hat schon einmal gewonnen, dass der nicht hier gleich noch mehr Punkte macht. So mache ich das. Ach so, ah ja, klar, okay. Dann gehst du mal weiter hoch. Noch weiter. Genau, Sonderkarten. Ich hoffe, du vertraust mir. Dann kannst du jetzt mal extrem dichter Nebel, strömender Regen, die kannst du mal rausnehmen. Gutes Wetter lässt du mal drin. Eins hoch. Klirrende Kälte, die kannst du auch noch rausknallen. Okay. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich hoffe es auch. Dann mögen die Spiele beginnen. Okay. Richtig, an für Rückkarte ist ja. Dann sag mir auch weiterhin, was ich tun soll. Finde bleibt drin, auf alle Fälle. Belagerungswaffen, gibt es da welche? Gucken wir erstmal durch. Ja, okay. Wirklich. Eine hier. Du musst ja nicht unbedingt Karten ablegen. Nee, ich weiß. Weiter links. Okay, die Vierer lässt du drin, weil das sind Pärchen, die verdoppeln sich. Die Fünfer lässt du drin. Ansonsten würde ich die Sabrina Glaswick, die eine Viererkarte, rausnehmen. Okay. Mit etwas Glück kriegst du ja eine gute Karte. Jawohl, ja. Also, mögen die Spiele beginnen. Okay. Er spielt aber mit was anderem, ne? Mit der Skoyatel. Skoyatel, oh Gott. Ich würde Zoltan spielen oder was, ist egal. Oder da diesen Ritter-Dingens. Ich habe immer gedacht, es sei, wie heißt der? Der aus dem ersten Teil, Siegfried von der Flammenrose. So, weiß ich nicht. Michael. Doch! Ja? Das ja, ist Siegfried der aus dem ersten Teil. Okay. So hieß er, glaube ich. Könntest du spielen. Ist das der, mit dem du die Gorgo hattest? Ja, hattest? Genau, der. Ah, cool. Dass da auch nochmal so vorkommt im Kartenspiel. Ja, coole Sache. Entweder Wes oder Zoltan würde ich jetzt legen. Du hast eine minimale Chance darauf, dass du noch eine 5er Karte mit dem Bogenschützen bekommst. Dann verdoppeln sich auch die Werte. Wenn du willst, kannst du jetzt entweder noch Zoltan auslegen oder du passt die Runde. Verliere ich sie aber. Ja, die erste Runde, die verliere ich zum Teil manchmal auch. Okay, ja, ich passe dann mal. Weil dann legt er noch eine Karte und hat dann nur noch 6 Karten. Du hast immerhin noch 8 Karten. Nein, er hat keine mehr gelegt. Ist auch recht. Rundenbeginn. Jetzt siehst du ja eine Karte durch nördliche Königreiche. Erstmal. Das tue ich nur, wenn ich die Runde gewonnen habe, glaube ich. Hä, hast du nicht die Runde gewonnen? Nein, ich habe doch gesagt, wenn ich passe, verliere ich sie. Ach so, ja, okay. Gut, ja, spiel mal Zoltan. Eigentlich spielst du, also du hast verloren. Ja, eine Runde. Gegner passt, okay, dann würde ich jetzt den Einser spielen. Ja. Oder die mit der Finte die Karte zu. Nee, Quatsch, dann verliere ich ja wieder. Ja. Also die mit der Einser. Ja, den Einser. Aber du hast immer noch die Balliste und jetzt passen.
Jetzt müsste ich eine ziehen. Ja, no, okay. Ja, aber ich dachte, ich habe dann falsch geguckt mit dem Punkten. Dann ich dachte, hä, warum? Eine 4, okay. Genau, und jetzt legst du da die Zwillinge. Die Zwillinge. Ja, sag ich halt. Blauen Streifen. Genau. Weil dann verdoppelt sich ja gleich dein Wert. 8, 16 Punkte müssen das dann sein. Ja. Sehr schön. So ein Dreckskern. Ja, jetzt warte, bevor ich setze da immer nie großartig die Anfallkarten ein, dann lege ich immer noch die restlichen Karten, die Vierer, genau. Die Fünfer. Ja, welche soll ich? Ist egal, 4 oder 5, ist egal, aber die gute Frau am besten noch nicht. Ich weiß nicht, ob das der war, weil später gibt es richtig miese Karten. Da kann es sein, wie heißt die Karte, verbrennen? Jetzt die Balliste. Da kann es nämlich sein, dass deine stärkste Einheit dann drauf geht. Okay. Ja, also das sind bei mir schon zwei Ballisten auf einmal voll niedergebrannt. Weil die zu stark waren, also 8 Punkte. Gut, jetzt spielst du die Frau. Und jetzt suchst du dir eine starke Karte mal aus. Oder, ja, die Einser. Die, ne? Sieht im Moment noch gut aus. Jetzt kommt es drauf an, was er als letztes hat. Genau. Der Gegner passt, alles ja, klar. Also wir haben sowieso schon gewonnen. Ja, klar. Und nämlich hätte der Gegner jetzt noch, sagen wir mal, ein, zwei Karten, dann setze ich jetzt Finte ein, hole die gute Frau nämlich zurück, dann spiele ich die und dann hole ich nochmal eine starke Einheit. So mache ich das nämlich immer. Ah, okay. Und deswegen, wenn ich zwei Finten habe, ist es sogar noch besser, weil dann kann ich die Karte immer wieder zurückholen. Und dann nochmal ausspielen, dann kann ich wieder eine neue Karte reinklatschen. Das ist natürlich geschickt. Ja. Ja, und wir könnten sogar noch, wenn es noch nicht gereicht hätte, hätten wir noch hier Sonnenschein wieder machen können mit unserer Anführerkarte. Aber es reicht ja auch so schon, von daher soll ich die Finte noch legen, oder? Das bleibt ganz bei dir überlassen. Du kannst bewahren wir uns den Trick mal für ein andermal und passen einfach direkt mal, denn genau. Wir sollten eigentlich gewonnen haben. Eigentlich ja, 27-20, perfekt. Ja. Und ja, du hast gewonnen, heißt das. Ja, ich habe dir nur geholfen. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast mir nur gesagt, welche Karten ich spielen soll. So, und jetzt mit... Was? Kelanio Harpie. Monsterkarte. Ah, okay. Oder ist es eine Allgemeinkarte? Die kannst du überall reinklatschen. Schauen wir uns die noch eben an. Ja, okay, doch. Das ist... Also... Ich denke mal, du weißt, was die Karte zu bedeuten hat. Du kannst sie sowohl in Nahkampf als auch Fernkampf ausrüsten. Ah, okay. Und was bedeutet das untere? Ja, das ist ja das Wechselzeichen. Sowohl als auch. Ach so, ach, das bedeutet das. Okay. Ja, du kannst entscheiden, du kannst sie entweder im Schwertbereich oder im Fernkampfbereich einsetzen. Oh, sowohl, okay, ja. Das sagt auch das erste Zeichen. Alles klar. Aber ich glaube... Ja, ich pack die einfach mal wieder rein für den Anfang. Oder, warte mal. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie eine genauere Information bekommt, wenn du die Karte anklickst. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Doch, zoomen kann ich, glaube ich. Genau. Kann die Nahkampf- oder Fernkampf freigelegt werden? Nachdem sie ausgespielt wurde, kann sie nicht mehr verschoben werden. Okay, alles klar. Ah, ja, okay. Ich finde es interessant, dass Soltan unter den Monstern ist. Ja, das ist eine Allgemeinkarte. Du kannst sie überall reinklatschen. Okay. Skoyatel und so weiter. Das kannst du mit allen Karten machen, die keine spezielle Zuordnung haben. Ach so, okay. Du kannst auch Zoltan noch in die Monsterkarten. Weil das ist auch mit Geralt von Riva Karte. Der kann auch überall rein. Ja. Aber die möchte ich ja haben, die Geralt von Riva Karte. Dann gibt's noch die Cirilla Karte oder Ciri Karte. Die hat, glaube ich, auch einen Stärkewert von 15, habe ich gesehen. Dann noch Triss und Yennefer von Wengerberg und diverse andere Heldenkarten. Okay. Ja, ich würde sagen, schon wieder? Das, ja, wir sind schon bei 34 Minuten. Boah. Schon wieder. Ja, es geht wirklich schnell. Es macht auch Spaß. Aber ich würde sagen, das war's jetzt mit der Folge. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Ich muss mich bedanken, dass ich dabei sein durfte bei deinem Abenteuer. Ja, wenn du wieder mal in Köln bist, sei es auf Urlaubsreise oder zum Cachen oder irgendwas. Oder mal, ja, wenn ich langes Wochenende habe. Genau, dann melde dich einfach und wir setzen unsere Abenteuer fort. Wäre gern mit dabei.
Und es geht auch andersrum wieder, wenn es wieder heißt The Witcher und... Wunderbar, ja genau. Wie gesagt, nochmal schaut auch bei Malkaf rein, beziehungsweise über OGM lädt er hoch seinen Witcher 1 Let's Play, das er gerade hat. Ich schaue es auch. Mich interessiert halt vor allem die Vorgeschichte, wie das hier alles so dazu kam und da kann man es am besten erfahren. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen heute und bis zum nächsten Mal. Bis dann.